Hallo und herzlich willkommen in meinem Garten. Heute wird bei mir geerntet. Mittlerweile ist es Oktober und zwar schon fast Ende Oktober, aber es gibt immer noch einiges zu ernten. Und das möchte ich dann gerne heute auch verkosten, denn ich habe Sachen dabei, die ich noch gar nicht probieren konnte in diesem Jahr, weil sie noch nicht reif waren. Aber jetzt ist es endlich soweit und jetzt lasst euch mal überraschen, was hier noch alles in meinem Erntekörbchen landet. Hier ist unser Weinstock. Der hat zwar nicht besonders viele Trauben, weil wir den hier auch nicht haben ranken lassen oder weitergeleitet haben, aber die sehen wirklich super aus und deshalb wandern die jetzt mal als erstes in mein Erntekörbchen. Ich hänge mir den mal so an das Ärmchen, ich glaube, das geht besser. Im letzten Jahr waren die herrlich süß, aber allerdings ein bisschen weniger wie in diesem Jahr. Ich meine, viel ist das natürlich nicht. Wer wirklich so einen großen Wein hat, der wird das vielleicht belächeln, aber für mich ist das auf jeden Fall genug, um das mal zu probieren und zum Naschen. Und darauf freue ich mich. Ah, jetzt muss ich aufpassen, dass die mir hier nicht runterpurzeln. Die sehen doch wirklich super aus, oder? Wie gesagt, letztes Jahr waren sie zuckersüß. Jetzt wollen wir mal schauen. Aber hier sieht man, ein paar haben sich natürlich jetzt auch die Vögelchen schon geholt. Das ist ja klar. Ich werde sie auch nicht alle abnehmen. Ein paar lasse ich schon noch dran. Denn die Tage hatte ich hier eine Amsel erwischt, die ist dann da schön gelandet und hat sich erstmal ein paar Weintrauben geholt. Naja, habe ich gedacht, dann werden sie ja wohl gut schmecken. Ich denke mal, die bleiben dran. Weiter geht's, jetzt muss ich mal erst nach hinten in meinen Garten. Hier meine Zucchini, die kommt jetzt auch mit. Da ist sie. Meili, guck mal, was hat denn die Mama hier? Oh, bist du ganz struppelig, ne? Habt ihr schon wieder gewühlt? Die Meili interessiert das natürlich jetzt hier auch, ne? Süße, was ist das? Ist das eine Zuckermelone, ne? Die nehme ich auch jetzt auf jeden Fall mit. Schnipp. Fein. Schau mal, Schätzchen, ist das? Ja, du bist brav, ne, Süße? Du bist brav. Fein. So. Und schon wieder was für mein Körbchen. Hier die zwei, die sind jetzt noch ein bisschen kleiner. Die hat aber dafür jetzt nicht diese braunen Stellen. Vielleicht hätte ich die große doch ein bisschen eher ernten sollen. Und die dritte. Hier die Ananastomaten, die sind jetzt auch so weit. Die nehme ich dann auch direkt mit. Sieht doch ganz gut aus, finde ich. Die ist natürlich jetzt nicht so besonders groß. Aber ich finde, die sieht gut aus. Und hier meine Feigen, die nehme ich natürlich auch noch mit. Hier sind die zwei. Auf jeden Fall sind sie reif. Die werden schon weich. Hoffentlich sind sie nicht zu reif. Aber ich denke, die schmecken ganz bestimmt. Weiter geht's. Jetzt kommt hier wieder eine kleine akrobatische Übung. Denn jetzt zum Ernten muss ich auf mein Dach. Hier vorne habe ich eine wunderbare Pepino. Die sieht doch wirklich super aus in der Farbe und in der Größe. Also da freue ich mich drauf. Eine kleine Snackpaprika. Hier die Bio-Paprika. Hier ist die Chili bzw. Paprika Pepperoni Zoom her. Und eine Paprika Amboy. Ich denke, zum Verkosten reicht das mal erst und ich gehe jetzt wieder rein. Die große Ernte, die mache ich dann morgen, dann hole ich alle Paprikas hier vom Dach. Meine Ernte steht am Tisch und ich freue mich riesig, denn gerade ist Besuch gekommen. Mein Sohn ist da, er hat ja den Kanal Lean Macht TV und wir zwei, wir wollen jetzt heute hier gemeinsam mal verkosten. Ja, ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich die Zeit habe, bei meiner Mutter zu sein
Und ich freue mich natürlich doppelt, wenn es dann noch so was Leckeres zu probieren gibt. Genau. Denn jetzt habe ich hier auch einige besondere Sachen auf dem Tisch, die wir also in diesem Jahr noch gar nicht kosten konnten oder ich noch nicht kosten konnte. Dabei ist unter anderem hier die Melonenbirne Pepino. Ich habe jetzt hier also wirklich ein tolles Exemplar, finde ich. Schön groß, die sieht auch wirklich reif aus. Da sind wir gleich mal gespannt. Dann haben wir hier vorne Weintrauben von dem kleinen Weinstock, den ich euch vorhin gezeigt habe. Ich habe hier noch Ananastomate, dann habe ich eine Biopaprika, wir haben hier sogar noch eine Reisetomate. Dann habe ich hier die Paprika Amboy. Die ist ganz schön scharf. Ich habe sie schon mal gekostet. Also bin gespannt, was du dazu sagen wirst. Dann habe ich hier, das ist die Pepperoni oder Chili, bin mir da nicht ganz sicher. Und zwar ist das die Zoomher, diese türkische Paprikasorte. Also im grünen Zustand ist die sehr milde und aromatisch. Aber ich hatte sie einmal rot gekostet und da war sie wirklich mega scharf. Ich bin gespannt, was du da gleich zu sagst. Weiterhin habe ich hier noch zwei kleine Blattsteiger-Tomaten. Ich habe sogar zwei Feigen, die können wir probieren. Und dann habe ich noch was ganz Besonderes, und zwar eine weiße Gurke. Das war auch mein einziges Exemplar. Wir werden gleich mal probieren, ob die bitter ist. Denn wenn Gurken bitter sind, sollte man sie nicht essen. So, jetzt last but not least habe ich hier auch noch diese Mini-Zuckermelonen. Da hatte ich jetzt drei Stück. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob die reif sind oder nicht reif sind. Eine kleine Reisetomate haben wir auch noch. Die kannst du dann auch gleich probieren. So, jetzt wollen wir erstmal starten. Ich hatte ganz vergessen, das ist auch meine letzte kleine Zucchini, die ich habe. Aber die möchten wir natürlich jetzt hier nicht verkosten. Ich wollte nur erwähnt haben. Also ich würde jetzt sagen, wir arbeiten uns jetzt mal hier von herzhaft zu süß. So, Okay. womit möchtest du denn anfangen? Sollen wir mal jetzt anfangen mit dem Paprika? Ja, also ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich selber habe ja auch einige Pflanzen auf dem Balkon. Ich habe auch Ja. Zimmerpflanzen. Das hat jetzt nichts unbedingt mit Obst und Gemüse zu tun. Aber von den einzelnen Sorten habe ich jetzt natürlich so gar keine Ahnung, ne? Die du da eben gesagt hast, da hat meine Ja, Mutter klar. deutlich mehr Ahnung als ich. Ich habe da einfach nur Tomaten, Paprika, Chili und vielleicht noch die ein oder andere Gurke, aber ich weiß jetzt nicht genau, was das für Tomatensorten sind. Ja, das macht Deswegen, nichts. da lasse ich mich jetzt mal überraschen. Ja, also ich finde, das macht nichts. Das kommt alles noch. Warte mal. Ja, wer weiß. So, okay. Jetzt fangen wir also, wie gesagt, mit der hier mal an. Nee, das hier war die Bio-Paprika. So war's. So, und die probieren wir jetzt mal. Bitteschön. Okay, ich habe auf mein Kommando gewartet. Aber ich glaube, die ist nicht so scharf. Gut. Ehrlich gesagt, für mich schmeckt sie wie eine ganz normale rote Paprika. Ja, aber ich würde sagen, fruchtig süß. Also die ist auf jeden Fall nicht scharf. In keinster Weise scharf. Nee, Das wäre richtig, also ne? auch auf gar keinen Fall scharf. Okay, dann legen wir das jetzt mal beiseite. Aber gut, also. Moment, ich mache hier mal mein Schublädchen auf. Kann man da nämlich schön den Abfall reinlegen. Okay, cool. So, jetzt kommt als nächstes hier die kleine Snackpaprika. Na, Messer ist sehr scharf, dann sollte ich mal besser ein bisschen aufpassen. Kernchen mal weg. Bitteschön. Danke. Was sagst du? Auf jeden Fall finde ich ein bisschen knackiger, kann Ja. aber auch an dem Grad der Reifung oder so liegen. Ja, Ich drücke mich das jetzt falsch stimmt. aus, aber. Nein, du hast recht. Absolut, das stimmt. Aber wie findest du die im Geschmack? Ich persönlich finde jetzt, die Snack-Paprika,
Die ist nicht ganz so süß wie die Bio-Paprika. Ich fand, die Bio-Paprika war ein bisschen fruchtiger. Ja, das stimmt. Ne? Aber knackiger, Ein bisschen wässriger war die andere auch. Also da hat man draufgebissen und hatte sehr viel Flüssigkeit. Die ist ein bisschen drüsch. Die ist ein bisschen fester so, sag ne? Sag ich jetzt mal. Okay, gut, jetzt geht es weiter. Jetzt kommt die Paprika Amboy. Aha. Ich denke, ich nehme mal hier unten das Ende. Das legen wir mal wieder beiseite hier. Stimmt das eigentlich, dass die Kerne besonders scharf sind? Ja. Oder ist das nur ein Gerücht? Nein, das ist kein Gerücht. Okay. Bitteschön. Ja, ich nehme mal hier wieder das. Ich muss die Hälfte weg tun. Nee. Kommt wahrscheinlich noch. Nee, ist überhaupt nicht scharf. Nur ich habe es ehrlich gesagt, ich habe erwartet, dass es scharf ist. Und wenn man da schon... Ne, wenn man schon an eine Zitrone denkt, dann zieht sich ja auch schon der Mund zusammen, weil man glaubt, es wird jetzt sauer. Ja. Und so war es gerade bei dem Scharfen. Ich habe erwartet, es wird scharf, ist aber nicht. Aber jetzt so im Abgang merkst du es. Also sie hat schon eine Schärfe gegenüber den anderen. Sie hat eine ganz geringe Schärfe, würde ich sagen, ja. Ja, doch. Hm? Nimm dir die letzte Ecke noch, ist gesund. Gut. Und danach brauchen wir dann ein Glas Milch, oder? Und dann essen wir dann ein Stück Tomate zum Löschen. Ja, dann... Ja, schluck mal runter und dann lässt du mal so einen Moment mal warten. Ich meine, dann kommt die Schärfe von der Amboy so ein bisschen mehr hoch. Ja, ein bisschen, ja. Ja, ne? Ja. Okay. Jetzt probieren wir mal die hier. Bitteschön. Aber besser nur ein kleines Stück. Ja, ich glaube auch. Noch relativ groß sogar. Mhm. Guten. Oh ja. Oh Mann. Oh Mann. Also die ist wirklich schwer scharf, oder was sagst du? Ja. Die brennt wirklich kräftig. Und ich habe auch noch Jalapenos im Garten. Die habe ich aber hängen lassen. Ne? Also die verkosten wir jetzt heute nicht. Aber die ist heftig. Ja, also ich denke mal, die wird bei mir mit ins Paprika-Chili-Pulver reinkommen. Ja. Ne? Also die ist wirklich sehr scharf. So, dann wären wir jetzt erstmal mit den Paprikas durch. Gut. Dann nehmen wir jetzt mal eine Tomate zum Löschen. Besser ist das. Würde ich sagen, ne? Also hier die herrliche Ananastomate. Schneidufter. Ja, die schneiden wir jetzt auch mal quer. Ja. Okay. Ja. Sieht überhaupt nicht aus, wie man eine Tomate erwarten würde. Die sieht wirklich, also die Ananastomaten, finde ich, sind allein schon zum Anschauen wirklich ein Traum. Und die schmecken super. So kenne ich sie. Aber du hast, glaube ich, noch keine gegessen, ne? Nee. Ich glaube, das ist für dich die erste. Ja. Hast du jetzt auch direkt was zum Löschen? Ja, wobei angeblich soll es ja auch mit Flüssigkeit dann noch schlimmer werden. Wobei ich natürlich sagen muss, meine Ananastomaten, die haben jetzt auch wirklich unheimlich spät gereift und da fehlte jetzt tatsächlich auch noch Sonne. Also mir schmecken sie trotzdem super. Oder was sagst du? Ist was Besonderes, ne? Ist ja also, eine Fleischtomate. Ich möchte ja ganz ehrlich sein. Ja. Wenn ich ganz, ganz ehrlich sein soll, ich schmecke noch sehr viel von der Schärfe von dem... Willst du noch ein Stück? Mhm. Noch mal ein Stück zum Löschen? Ja, klar. Nee, ich schmecke noch sehr viel von der Chili oder was das war, ist was richtig. Davor war. Und dadurch ist das jetzt natürlich auch ein bisschen verfälscht. Vielleicht hätten wir in der Reihenfolge anders machen sollen. Ja, jetzt so im Nachhinein, aber jetzt ist es so, wie es ist. Ja, jetzt langsam geht der Geschmackssinn wieder in die Normalität. Ne, merkt man. Also merke ich jetzt auch. Da hast du wirklich recht. Ja, aber nee, die schmeckt gut. Die dann nimm das Stück dann noch. Ungewohnt von, also nicht so tomatig wie eine eigentliche Tomate. Ja. Jetzt haben wir hier die kleine Blaschtiger. Die kenne ich ja schon aus deinem Garten. Ja, also die kennt er schon. Die kenne ich schon und die schmecken mir sehr gut. Ja, so ist es.
Oh. Die sind super. Also die sind wirklich unheimlich süß. Ich hatte die auch in meiner letzten Tomatenverkostung, die ich hier gemacht habe, schon probiert. Na, habe natürlich auch schon etliche davon gegessen. Mein Gott, wir haben jetzt mittlerweile fast Ende Oktober und man sitzt hier immer noch mit den eigenen Tomaten. Zumal man muss ja bedenken, alles im Freiland, da finde ich das schon bemerkenswert, ne? Ja, ich habe tatsächlich auf dem Balkon auch noch ein paar Tomaten und Ja, das ist toll, dass du auch noch stehen hast, ne? ja. Also es ist natürlich, wir haben hier ja auch im Rheinland so gemäßigtes Klima. Bei uns wird es ja auch nicht ganz so knackig kalt. Wir hatten jetzt natürlich etliche Tage mit Regen, aber Frostnächte oder sowas, die sind ja noch nicht, ne? Jetzt haben wir hier die Reisetomate. Also bei der Reisetomate, da ist jetzt wirklich das Besondere, dass die hier alles diese einzelnen Kammern hat. Und die kannst du abbrechen, Stückchen für Stückchen. Okay. Und die Tomate bleibt am Stück und läuft nicht aus. Das ist also das Besondere an der Reisetomate. Ich persönlich finde Ja. die Reisetomate vom Geschmack her auch nicht schlecht. Aber ich würde jetzt sagen, ist für mich nicht. An so einem Ding möchte ich Ja, nicht. nimm, brech dir ab hier. Ja. Ist also jetzt nicht für mich eine favorisierte Sorte, weil ich ja auch nur begrenzt anbauen kann, genau wie du ja auch. Wir haben ja halt eben sehr wenig Platz. Und ich finde es aber einfach super, auch wenn man so zur Arbeit fährt oder was. Und man kann sich da so eine kleine Reisetomate einstecken. Die kann man dann wirklich so zwischendurch mal naschen, in jeder Pause sich da mal ein Stückchen abbrechen. Halt wie es auch der Name schon sagt, ne? Ja, Ja, okay. also ich bin sowieso ein sehr großer Tomatenfan. Ich mag eigentlich jede Form von Tomaten. Ja, ist gut. Ja, dann Kann esse man mal auf jeden auf. Fall. Ja, nee, ich habe schon so Hast viel. genug? Ja. Okay. Es ist kein Platz Jetzt, mehr für den Rest. ja, ich lege das hier auch mal ein bisschen beiseite. Das kommt natürlich nachher. Das hier alles wird natürlich nachher verwertet. Das wird ja dann nicht weggeworfen, ist ja klar. Klar. So, und jetzt machen wir uns mal hier an die weiße Gurke. Die Samen dafür habe ich übrigens geschenkt bekommen von der Nadine. Oh, Kennst du ja ja auch. klar. Sandlebensgartenkanal von Rügen, die hatte mir die Samen zukommen lassen. Hallo, und das ist die einzige Gurke, die ich da habe. Jetzt wollen wir mal gucken, ob die nicht bitter ist. Ja, Sieht aus wie eine Kerne. weiße Gurke, wie so eine, ja, Na, das also sieht hier irgendwie. kann man das jetzt auch mal sehen, so die Kerne in der Mitte. Jetzt werden wir mal probieren, ob die bitter ist. Ja, probier mal. Jetzt haben wir natürlich kein Salz, aber es geht ja auch mal so. Also bitter ist die gar nicht. Ein Stück würde ich noch probieren wollen. Also was ich persönlich jetzt sagen würde, die Schale, also diese Gurke würde ich auf jeden Fall schälen für in meinen Salat. Aber bitter schmeckt sie in keinster Weise. Nee. Ne? Ja, ich versuche mich gerade ganz intensiv auf das Bittere zu konzentrieren. Ich Aber meine ist aber nicht. nicht. Nee. Also Aber ich ich bin meine jetzt auch auch kein nicht. Gurkenexperte. Also ich muss Ja, ehrlich sagen, bin auch kein das ist Gurkenexperte. schon länger her, meine letzte gegessene Gurke. Aber bitteres, das würde man schon rausschmecken. Nimmst du das Stück noch oder bist fertig? Ja, das Das nehme ich nimmst noch. du noch, ne? Jetzt wird es spannend, wie ich die jetzt hier aufschneide, diese Zuckermelone. Das ist jetzt die, wo ich gesagt habe, die hat schon diese kleinen braunen Stellen hier. Da müssen wir jetzt mal schauen. Ich würde die jetzt mal so. Ach, das geht ja wunderbar. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass die sich so leicht aufschneiden lässt. Oha. Oh, was duftet die? Riech mal. Boah, also wenn es Geruchsvideos gäbe, da würdet ihr jetzt echt staunen. Die duftet, das ist der Hammer. Super, super gut duftet die. Und das ist jetzt was noch mal? Das ist jetzt Mini-Zuckermelone. Nee, ohne Nee, Schale. ohne Schale bitte. Ohne Schale. Die ist wirklich zuckersüß. Ne? Also ehrlich.
Ja, lecker. Extrem gut. Also ein Stück würde ich mir davon ja. abschneiden hier. Ja, aber ich sehe hier gerade... Ja, Finger weg, sonst... Tue ich ja. Aber die Ecke hier, die nimmst du jetzt nicht. Denn hier war diese kleine Stelle. Ja, ja, das sieht man da. Ne? Das sieht auch gut und man aus. Kann jetzt hier sehen, dass die hier ein bisschen weich ist. Also das Stückchen tue ich jetzt weg. Die schmecken ja. gut, ne? Ja. Oh, lecker. Haben wir ja hier heute die reinsten Köstlichkeiten. Ja, super. Super lecker, sehr ne? Lecker, ja. Ja, finde ich auch. Jetzt, was möchtest du denn jetzt probieren? Ja. Ein paar Weinträubchen. Erstmal die Weintrauben, ja. Probieren wir jetzt mal die Weinträubchen. Mhm. Jetzt nach der Zuckermelone, im Moment kommt das jetzt ein bisschen säuerlich. Mhm. Aber normalerweise im letzten Jahr waren die wirklich zuckersüß. Mhm. Vielleicht essen wir mal zwei, drei Stück. Ja, ich kenne die ja auch aus deinem Garten und habe da auch miterlebt, dass die mal extrem sauer sind und mal sehr süß. Ja. Da kenne ich mich nicht aus. Vielleicht hängt das damit zusammen, wie viel Sonne die abgekriegt haben oder was. Ja, jetzt in dem Fall sind die ein bisschen sauer, sagt es ja aber auch wenn schon. Du mal ein paar isst, dann geht es was besser. Weil die Melone war natürlich jetzt auch sehr süß, ja, klar. Ne? Ja. Mhm. Mhm. Lecker, ne? Ja. Super. Die Feige jetzt? Jetzt probieren wir hier eine Feige. Sieht toll aus, ne? Schauen wir mal. Sieht doch richtig gut aus. Lecker. Mhm. Oh, komm. Super schmecken die. Also ein Feigenbaum ist echt was Feines, ne? Das. Ich hatte nur erst den harten Stiel drin, aber die schmecken sehr gut, ja. Ja, ja, auf den Stiel habe ich natürlich jetzt nicht aufgepasst. Okay, jetzt machen wir uns mal hier an die Melonenbirne Pepino. Okay. Das sind natürlich auch Sachen, also habe ich noch nie gesehen, dass man die irgendwo kaufen könnte. Also dafür muss man wirklich schon selber anbauen. Ich persönlich habe die noch nirgendwo im Verkauf gesehen. Lecker. Ja, lecker, ja, aber extrem ungewohnt. Ja, klar. Also, sowas habe ich noch nie gegessen. Mhm. Aber geschmacklich ist sie super. Die ist wirklich super. Es ist eine Melonenbirne. Eine Melonenbirne. Ja, so schmeckt es Birne. Auch. Ja. Eine Mischung aus Melone und Birne. Richtig, genau. Bitteschön. Danke. Also wie gesagt, ich würde die jetzt schälen. Wir sind ja jetzt hier nur am Verkosten. Ne? Ja. Aber ich muss sagen, schmeckt super, super fantastisch. Ja. Ich finde, ich kann mit meiner Ernte echt zufrieden sein. Sehr, sehr leckere Sachen. Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass das ja nur ein kleiner Teil deiner Ernte ist, die du so dieses Jahr oder generell hattest. Ja, ja, natürlich. Das ist ja weitaus mehr als das kleine Tischchen hier. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, die Melonenbirne, die hat bei mir ziemlich lange gedauert, bis das die reif war. Es hängen jetzt auch noch welche, aber da wage ich das jetzt wirklich zu bezweifeln, ob das noch was gibt. Ja. Weil jetzt wird es kalt, die Zeit ist jetzt einfach vorbei. Aber auf jeden Fall, das, was wir jetzt hier haben kosten können, das hat sich super gelohnt, finde ich. Ja. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir zwei uns jetzt hier. Ja. Ne? Also, wir hoffen, euch hat es gefallen. Genau, das hoffen wir. Lieben Gruß. Über Feedback würden wir uns freuen. Richtig, auch über ein Däumchen freuen wir uns natürlich. Und dann bis bald, zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Tschüss.